Ja, Klappe. Was stellst du dir unter Filmbildung? Man lernt über Filme. Filmbildung ist zumindest für mich, dass ich gerne ganz viele Menschen, egal welchen Alters, mit meiner Leidenschaft für Kino anstecken möchte und das Haus ganz weit aufmachen, sodass alle hierher kommen in unser Museum und ganz viel erfahren über Film und seine Geschichte. Wir erarbeiten mit 3 Gruppen von Kindern und Jugendlichen einen Multimedia-Guide durch die Dauerausstellung des Deutschen Filmmuseums. Das heißt, wir möchten tatsächlich vom Blick der Kinder und Jugendlichen auf unser Haus und auf die Objekte lernen, was schlussendlich in den Multimedia-Guide hinein soll. Jeden Freitag sind die zu uns ins Haus gekommen, haben Blicke hinter die Kulissen des Hauses erhalten, haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt, die Frau Dillmann persönlich kennengelernt. Fühlen Sie sich wohl als Chefin des Filmmuseums? Was ist Ihr Lieblingsfilm? Wo ist Ihr Lieblingsort im Filmmuseum? Ach, ich habe verschiedene Lieblingsorte im Filmmuseum. Das ist einmal das Kino, in dem ich sehr gerne bin. Dann natürlich in der Dauerausstellung. Ich bin auch sehr, sehr gerne im Filmstudio und beobachte da Kinder und Jugendliche, die eben in dieser Blue Screen schauspielen, sich verkleiden und jede Menge witzige Sachen haben. Was ist eine Blue Box? Eine Blue Box ist so ein kleiner blauer Raum, wo alles blau ist. Und alles, was blau wird, wird rausgenommen. Und da wird ein Hintergrund eingesetzt. Das gibt es viele Hintergründe. So wird das ein Supermentor. Sind Sie froh, dass Sie im Filmmuseum arbeiten und warum? Ich bin froh, weil es ein toller Ort ist und auch macht mir Spaß, das zu vermitteln, also irgendjemandem zu erklären, wie was funktioniert oder eben einfach die Begeisterung zu teilen für Filme. Wieso hast du dir das ausgesucht? Das habe ich mir ausgesucht, das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen finde ich den Film ganz toll, das ist nämlich ein Star-Wars-Film, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und auch, dass man hier drauf schon sehr schön sehen kann, wie der spätere Film aussehen soll. Also das ist ja gemacht worden, bevor der Film gedreht wurde. Und da kann man schon sehen, wie die Leute, die den Film machen, sich das vorstellen. Außerdem gefällt mir das auch noch gut, weil ich dieses Stück hier auf einer Auktion kaufen durfte für die Ausstellung hier. Ja, aber wie viel hat es denn gekostet? Ja, das darf ich nicht verraten.